Die Bauern protestieren also weiter in vielen Teilen des Landes und sie wissen dabei die Mehrheit der Deutschen hinter sich. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer finden sogar 52% der Befragten, dass es überhaupt keine Kürzungen in der Landwirtschaft geben sollte. So steht die Ampelregierung in dieser Frage weiterhin enorm unter Druck, zumal sich nun auch andere Branchen diesen Demonstrationen anschließen. Die Auswirkungen der Protestwoche zeigen sich inzwischen auch in einigen Läden. Viktoria Schulte mit den Einzelheiten. Trecker blockieren Lieferwege, fahren in Schrittgeschwindigkeit vor den Lkw her. Seit 20 Uhr stehen sie hier in Weihe bei Bremen vor dem Zentrallager von Aldi, um die Warenanlieferungen zu verlangsamen. Wir wünschen uns vom Lebensmitteleinzelhandel eine klare Bekennung zum Mittelstand. Und ein klares politisches Statement, dass es nicht sein kann, dass zum Beispiel Menschen, die 40 Jahre lang dieses Land aufgebaut haben, sich heute nach Pfandflaschen bücken müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Es sind aber längst nicht mehr nur die Landwirte, die demonstrieren. Mittelständler wie Bauunternehmer und Elektrotechniker haben sich dem Protest angeschlossen. Wir müssen alle zusammenhalten, weil es betrifft uns alle. Es geht nicht nur um den Agrardiesel, es geht um das Allgemeine. Wir werden von Politikern regiert, die keine Ausbildung haben, gar nichts und wollen uns irgendwelche Vorschriften machen. Der Ärger über die Pläne der Ampelregierung treibt auch die Spediteure auf die Straßen. Etwa in München protestieren mehr als 1000 Lkw-Fahrer gegen die Erhöhung der Lkw-Maut. Eine finanzielle Mehrbelastung nicht nur für die Transportunternehmen. Die Auswirkungen sind so, dass der bayerische Vier-Personen-Haushalt im Jahr 450 Euro mehr Belastung hat, nur allein aufgrund der CO2-Maut-Einführung. Trotz vieler Proteste, die zu Staus und teilweise auch Lieferschwierigkeiten führen, versucht der Einzelhandel zu beruhigen. Die Lebensmittelversorgung sei sichergestellt. Hier und da gibt es möglicherweise Lücken in den Regalen. Das lässt sich sicherlich nicht vermeiden. Aber grundsätzlich ist es so, dass es sich da um kleinere Lücken handelt. In Berlin und in Brandenburg ist für Sonntag das Fahrverbot für Lkw aufgehoben. Das hilft uns sicherlich auch, um da nochmal nachzujustieren. Der bayerische Ministerpräsident versichert in Nürnberg noch einmal, dass er hinter den Bauern steht. Für ihn ist klar, die Bundesregierung muss ihre Sparpläne komplett zurücknehmen. Es reicht übrigens nicht, nur diese Maßnahmen wegzunehmen. Es braucht eigentlich auch eine Entschuldigung von der Bundesregierung. Es belastet die Landwirtschaft in Deutschland einseitig. Es benachteiligt die deutsche Landwirtschaft im Vergleich zu Europa und belastet die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Am Montag sollen die Proteste in einer großen Demonstration in Berlin gipfeln. Dann will auch Bundesfinanzminister Christian Lindner am Brandenburger Tor eine Rede halten. Und unsere Reporter, die sind natürlich weiterhin im Land unterwegs, um diese Proteste so gut wie möglich abzubilden. Wir wollen gleich das einzeln mit Ihnen noch besprechen in Berlin im Bundestag. Vor der SPD steht Marian Grunden. Da geht es um die politische Einordnung. Anna-Marleen Hove ist für uns in München auf der Theresienwiese, wo heute auch noch mal große protestmäßig aufgefahren wird. Und Gerrit Schröder steht in Weihe in der Nähe von Bremen. Dort blockieren Bauern seit gestern Abend ein Logistikzentrum. Marian, wir fangen bei dir mal entsprechend im Bundestag auch an. Nun sehen wir, diese Proteste werden immer lauter und werden eigentlich auch immer größer. Wie gut stehen denn die Chancen, dass also die Bundesregierung nochmal auf die Bauern zugehen wird und also an den bisher begründeten, beschlossenen Kompromissen nochmal was ändern wird? Ja, das ist schwer zu sagen, aber wenn man sich hier umhört auf der Fraktionsebene, dann stellt man fest, dass man da sehr vorsichtig ist. Denn man hat da natürlich die Sorge, dass man gewissermaßen in Geiselhaft genommen wird. Einerseits sind die Bauern sehr laut, sie kreieren sehr viel Aufmerksamkeit für ihre Sache, wollen, dass diese Subventionen also wieder kommen. Andererseits gibt es natürlich viele andere Branchen, die nicht so laut sind. Und da befürchtet man eben, dass dann das Verlangen auch in anderen Branchen nochmal deutlich höher wird und man da in eine Spirale reinkommt, aus der man hier nicht mehr rauskommt. Trotzdem wünscht man sich hier in der SPD-Fraktion, das ist jetzt in dieser Klausur in den vergangenen beiden Tagen klar geworden, dass der Kanzler sich stärker artikuliert, stärker auf die Bauern zugeht, stärker seine Politik erklärt, um solche Proteste eben noch mal deutlich abzumildern. Wir haben es eben im Beitrag gehört, Markus Söder, der nutzt die Chance natürlich jetzt, um gegen die Ampel hier in Berlin zu schießen. Und aus Bayern kommen dann auch schon recht stramme oder starke Forderungen, zum Beispiel
Beispiel die Lebensmittelversorgung noch mal zu unterbrechen. Da lehnen die sich die Bauern also noch mal deutlich weiter aus dem Fenster, als sie das bisher getan haben. Bisher haben wir ja Straßenblockaden gesehen, Blockaden auch hier in Berlin, aber eben noch keine Blockaden der Lebensmittelversorgung. Sollte es also dazu kommen und die Bauern weiter an der Eskalationsschraube drehen, dann wird das natürlich die Stimmung noch mal deutlich aufheizen. Christian Lindner, der Finanzminister der Ampel, der will sich am Montag dann den Bauern stellen und dort reden und vielleicht auch Antwort stehen den Bauern gegenüber. Und abzuwarten bleibt natürlich, ob Olaf Scholz, der Kanzler, das dann letztendlich auch tun will. Denn bisher hat er zwar immer wieder mit Vertretern gesprochen und Vertreter sollen dann hier eben auch mit den Ampelfraktionen am Montag nochmal sprechen. Aber ob er dann tatsächlich sich einfach mal auf einen Marktplatz stellt und dort mit den Menschen redet, um die Lage zu beruhigen und vielleicht auch für Bilder zu sorgen des verstehenden Kanzlers, das bleibt abzuwarten, würde dem Kanzler aber deutlich gut stehen und ist auch das, was ich glaube, hier in der Fraktion sehr, sehr viele so vorstellen würden. Naja, zumindest in der Vergangenheit war die direkte Konfrontation ja nicht so zwingend Sache von Olaf Scholz. Wir werden das weiter beobachten. Marian, Dankeschön. Und der Blick geht direkt weiter nach München auf die Theresienwiese, wo der Protest nun eben auch schon größer geworden ist und vor allem auch andere Berufsgruppen vereint, nämlich die Spediteure, die sich dort auch versammeln, Anna-Marleen. Also bisher haben wir ganz viel gesprochen über Forderungen der Bauern, aber was möchte man denn dort in der Logistikbranche nun erreichen? Hier geht es vor allem um die erhöhte Maut. Auch das ist ein Grund, warum man sich hier zusammen zeigt, aber auch um den Landwirten die Solidarität noch mal näher zu bringen. Denn eben vor wenigen Minuten ist hier noch mal ein anderer Konvoi nur aus Landwirten hierher gekommen. Man vereinigt sich hier aus Transportbranche und Baubranche noch zusammen, um ein klares Zeichen zu setzen, und zwar, dass hier an der falschen Ecke gespart wird. Wir haben auch während den Reden gehört, wie die Menschen hier vor Ort gerufen haben, die Ampel muss weg, denn man spart am falschen Ende. Der Mittelstand, der wird dadurch am meisten getroffen. Man macht sich so die Wirtschaft kaputt, wenn die Ampel weiter solche Beschlüsse fällt, wie jetzt so kurzfristig vor Weihnachten hier wirklich den Menschen vor den Latz geknallt worden ist, kann man hier wirklich sagen. Und das bedeutet zum Beispiel für die Transportunternehmen, die ja uns den Joghurt in die Supermärkte bringen, die für die Entsorgung bei den Bauern dann unter anderem zuständig sind, dass die durch diese Sparpolitik dann wirklich Probleme haben, noch ihre Arbeit auch wirklich gewissenhaft zu verrichten. Unter anderem haben wir hier eben eine Rede gehört von Hubert Aiwanger. Ich hatte auch die Möglichkeit, mit ihm in einem Interview zu sprechen. Er zeigt sich hier auch solidarisch gegenüber der Bevölkerung. Aber was genau er gesagt hat, da hören wir jetzt mal rein. Also das Spiel wird momentan immer enger, die arbeitende Bevölkerung muss immer mehr Steuern zahlen, die Branchen, die Energie brauchen, müssen immer höhere Kosten tragen, ob es die Landwirte sind, ob es die Spediteure sind, ob es das Handwerk ist und so weiter. Und Geld wird zum Fenster rausgeschmissen für die illegale Migration, für Menschen, die arbeitsfähig wären und im Bürgergeld sind und so weiter. Also dieser Staat muss schlichtweg bei denen einsparen, die dem Staat Geld kosten, ohne Nutzen zu bringen und aber arbeiten könnten. Für die Kranken müssen wir mehr Geld aufwenden. Selbst Krankenhäuser werden ja derzeit geschlossen. Für die kranke und nicht arbeitsfähige Bevölkerung brauchen wir mehr Geld. Und wir brauchen mehr Geld für die, die arbeiten und eine Firma haben. Und wir müssen sparen bei denen, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten wollen. Das ist des Pudels Kern. Wie läuft es in Bayern dann besser oder macht es Bayern anders? Ja, Bayern kann sich natürlich diesen Dingen auch nicht entziehen. Die Energiepreise sind bei uns genauso hoch wie im Rest von Deutschland aufgrund dieser CO2-Abgaben aufgrund dieser verfehlten Energiepolitik. Wir müssen genauso das Bürgergeld bei uns auszahlen wie andernorts. Also insofern ist die Ampel hier das Hauptproblem und schuld an dieser verfehlten Innenpolitik, an dieser verfehlten Wirtschaftspolitik und an dieser Schieflage mittlerweile. Die gesamte Bevölkerung kommt in Schieflage. Die arbeitende Bevölkerung geht immer mehr auf die Barrikaden und sagt, so geht's nicht weiter. Gibt es denn trotzdem was, wo Bayern quasi an der Ampel noch was vorbeimachen kann, dass es den Spediteuren in Bayern noch ein bisschen besser geht, oder geht es ihnen gleich schlecht? Ja, im Rahmen unserer Haushaltsmöglichkeiten haben wir in Bayern Tankstellen für Wasserstoff-LKWs gebaut, bauen jetzt Elektrolyseure, unterstützen auch Elektroladestationen für Autos und LKWs, um einfach hier dafür zu sorgen, dass dieser angeblich gewünschte Energiewandel überhaupt möglich ist. Der Bund kündigt an, liefert aber kein Geld, weil er das Geld für Unsinn braucht.
Ja, wir haben es eben noch mal gehört, der Tenor ist hier unter anderem, gespart wird am falschen Ende. Man muss hier den Mittelstand, die Landwirte, die Menschen, die unsere Wirtschaft am Leben erhalten, deutlich mehr unterstützen. Ganz klare Forderungen, die man da hört aus der bayerischen Landesregierung. Anna-Marleen, vielen Dank. Und weiter nach Weihe in der Nähe von Bremen. Gerrit Schröder ist dort bei diesen Bauernprotesten, die seit gestern Abend also ein Aldi-Zentrallager dort mehr oder minder auch lahmlegen. Gerrit, gibt es denn schon Informationen, wie lange man diese Blockade jetzt noch aufrechterhalten will? Ja, die Bauern und die anderen Demonstranten des Mittelstandes, die beraten sich gerade dazu. Denn soeben hat Aldi eine Online-Mitteilung veröffentlicht und sich darin klar für die Landwirtschaft bekannt. Sie sagen, sie unterstützen die Landwirtschaft in Deutschland. Sie wollen sie auch in Zukunft unterstützen. Sie sagen aber auch, dass die aktuellen Herausforderungen nur gesamtgesellschaftlich gelöst werden können, auch mit allen Partnern. Aber dieses Bekenntnis von Aldi ist öffentlich und dieses hat natürlich die Bauern erstmal ein bisschen beruhigt, da sie genau das wollen. Sie wollen eine Unterstützung aus der breiten Mehrheit und die bekommen sie offenbar auch. Heute Morgen haben sich ja hier schon viele Unternehmen des Mittelstandes angeschlossen mit dem Protest der Bauern. Es sind viele Unternehmen hier, Elektrotechniker, Bauunternehmen, die alle sagen, genau das, was die Bauern machen, ist nur ein kleiner Stein des Anstoßes und wir machen mit. Denn es geht nicht nur um Agrardiesel, es geht hier um mehr. Es geht hier um eine Kritik an Entscheidungen der Ampel, die sie so nicht stehen lassen wollen. Und in diesem Sinne geht der Protest aber trotzdem weiter. Das Ziel ist, am Montag in Berlin den ganz großen Protest, dann aber dort auch den Dialog zu führen mit der Politik, um dort nach Lösungen zu suchen. Und so lange wird der Protest weitergehen. Inwieweit sie hier am Aldi-Lager langsam den Protest auflösen, das ist noch offen, aber zumindest hat Aldi sich öffentlich für die Landwirtschaft hier bekannt. Gerrit, vielen Dank für diesen neuesten Stand rund um die Blockade dort. Danke für den Moment. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.